Okay, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Hier bin ich nochmal. Ja, ich habe jetzt gesehen, als ich die letzte Folge beendet habe, dass meine Belohnungen da sind und da ich keinen Bock hatte, bis zum nächsten, also bis morgen zu warten, wenn ich die nächste Aufnahme mache für die und dann Weekend League Zock, habe ich mir gedacht, scheiß drauf, dann schneide ich das einfach zusammen. Das heißt, ich werde das hier an die nächste Folge einfach reinschneiden. Und dann seht ihr das zusammen. Wahrscheinlich werde ich trotzdem morgen mit, also wenn ich dann die nächste Folge, wenn ich dann morgen aufnehme, werde ich wahrscheinlich trotzdem beginnen mit Hallo, herzlich willkommen und bla bla bla, guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Weil ich vergessen werde, dass ich das hier vorher reinschneiden werde. Aber okay. Egal, wir schauen jetzt erstmal, was da drin ist. Oh, das erste Mal Gold 1, das ist so doof. Status beginnt. Qualifiziert. Status qualifiziert, okay. Ja, ich bin so blöd, ey. Gold 1. Quatsch, Gold 3. Uns hat ein Sieg gefehlt. Wir hatten es in der Tasche. Aber wir hatten auch zwei Spiele geklaut bekommen. Durch den 34-Stunden-Disconnect. Das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem ärgere ich mich ein bisschen, dass wir jetzt leider nur Gold 3 sind. Weil ich war bisher immer Gold 2 oder besser. Ach, nur zwei Packs. Das ist echt traurig. Naja, mal gucken. Wir können ja trotzdem Glück haben. Mal gucken. Come on, baby. One time, please. Das ist das erste richtige. Meine erste Weekend League Belohnung. Zeig mir das, was Geiles drin ist. Ach du Scheiße, ein 78er. Nur noch kein guter 78er. Das ist echt das Beste, oder was, in dem Pack? Na, herzlichen Glückwunsch. Eieiei, guckt euch die drei Informs, die drei goldenen, die drei glänzenden Spieler an. Eieieiei. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, die nachzugucken. Die sind eh nichts wert. Das mache ich dann. In der Web-App, das geht schneller. Ich packe jetzt alle auf die Transferliste und guck da danach. Ach mein Gott. Außer den Silberspieler, den gucken wir direkt nach. Eins, eins. Ich wusste es. Ich stell mal rein für 900. Ich sag doch, die Silberspieler sind teilweise mehr wert als die Goldspieler. Jetzt das Megaset, come on baby, one time, please let it rain, in your face, value race, nicht Schluck rein in den kleinen Muck, come on. Lass was Geiles drin sein, ach, aber das Ding ist halt, es ist vollgepackt mit irgendwelchen Vertragsscheiß. Ist immer so. Aber ultra langsam, oh Gott. Fuck, der wird auch nicht viel wert sein. Och, Mann, 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 Mann. Ich will mal gucken, was der Wert ist. 1,5, 1,4, das war so klar. Also nur. Ah, Bakambu, die Peso aus Spanien. Der ist vielleicht noch ein bisschen was wert. Mal gucken. 2,9, 2,5. Ja, ich wusste es. 2,5. 2,5. Stellen wir ihn mal für 2,3 rein. Na immerhin, ich meine, es ist immer noch Schrott, das Pack, aber besser als nichts. So, den Rest packen wir auf die Transferliste. Außer also, Silberspieler, den schauen wir natürlich wieder nach. Ich meine, ich freue mich natürlich auch über die ganzen geilen Verträge, die zurzeit mega billig sind. 1,5, 1,2, 750, 700, dann stellen wir unten rein für 600, 650. Okay, der Rest geht alles in den Verein. Ach stimmt, Trainer können wir uns ja auch langsam mal kaufen, Goldtrainer, damit die Verträge, die wir verwenden, mehr Spiele reichen. So, das packen wir auf jeden Fall auch noch auf die Liste und verkaufen das. Das gibt meistens auch ganz gut Geld. Den Rest in den Verein. Gut, das war's auch schon. Ich will es nicht zu lange werden lassen. Das soll ja vor die andere Folge dann ran. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass wir in der nächsten Weekend League mindestens Gold 2 werden, aber ich denke, ich bin auch besser, ich habe ein besseres Team, ich bin guter Dinge, dass wir es mindestens schaffen, Gold 2 zu werden. Also dann macht's gut, bis bald. Für euch geht's jetzt gleich weiter in dem Video, für mich nicht, deswegen raff ich das eh nicht, aber ihr wisst Bescheid, ne? Tschüss. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich erinnere mich daran, dass ich an diese Folge noch die andere ranschneiden möchte oder rankleben möchte von wo ich die Packs aufgemacht habe. Für euch geht's also einfach weiter. Für mich ist es quasi eine neue Folge, weil es ein neuer Tag ist. Und wir fangen mit der Weekend League an.
Ich hoffe, dass ich gut spielen kann. Ihr wisst ja, wer die letzte Folge angeschaut hat, ich habe einen kaputten Rücken. Ich kann jetzt schon etwas besser sitzen. Also das hat schon mal meine vorsorglichen, ärztlichen, wie sagt man, meine persönlichen Heilungsversuche haben zumindest schon mal etwas gefruchtet. Wärme an der Stelle und dann halt sich schonen, so dass ich jetzt schon wieder relativ anständig sitzen kann. Aber es ist logischerweise immer noch, es ist ja erst gestern passiert. In meiner Zeitlinie erst gestern passiert, von daher ist es logischerweise immer noch akut und unangenehm und es könnte schon sein, oder es ist auf jeden Fall so, dass es meine Konzentration und meine spielerischen Leistungen beeinflussen wird. Ich bin jetzt nicht todkrank und wie gesagt, ich kann ja noch sitzen oder wieder etwas sitzen, da geht das schon. Aber ich bin gespannt, wie ich mich mache. Wir werden wieder dran denken müssen, dass wir Lemar haben zum Einwechseln. Leihspieler haben wir gerade nicht in der Bundesliga. Ich glaube, wir haben Alaba noch für ein Spiel, oder? Wenn ich mich recht entsinne, ich schaue mal nach, was es für Spieler gibt. Moment, wen haben wir hier? Ach ja, Nainggolan wechseln wir dann ebenfalls in die andere Mannschaft ein. So, wir haben Neuer. Ach ja, Neuer haben wir noch ein Spiel. Das war es genau. Dann würde ich sagen, verwenden wir erstmal Neuer und dann haben wir ja nur noch Aubameyang als festen Leihspieler für die Bundesliga, weil Keita möchte ich nicht verwenden. Tja, ein Spiel Neuer direkt im ersten, was soll's? Und dann bin ich gespannt, ob Zuber und Kramaric in Form sich weiter so angenehm spielen lassen. Ah, Moment, mir fällt was ein. Ich habe mir noch einen super billigen neuen Stürmer geholt, den ich zumindest mal testen muss, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass er funktioniert. Und zwar in Form Sandro Wagner, der halt, ja, eigentlich nur schießen kann und einen krassen Körper hat. Der ist halt 1,94 groß, hat auf dem schwachen linken Fuß 4 Sterne, aber super langsam, 65 Tempo, 70 Dribbling nur, aber natürlich, wie gesagt, geiler Schuss, geile Füße. Wir schauen uns mal die Attributdetails an. Antritt super schlecht, Sprintgeschwindigkeit geht sogar noch mit 70 und dann Abschluss halt, Stellungsspiel 88, Abschluss 88, Schusskraft 90, Fernschüsse leider nur 76. Und die Pässe sind auch super schlecht, kurze Pass nur 64. Reaktionszeit 82 ist okay, Ballkontrolle 77 auch, Kopfballpräzision 96, Sprungkraft nur 62, aber er ist halt 1,94 groß, Stärke 92, Aggressivität 90. Und ich wollte ihn mal testen und erst habe ich mir überlegt, okay, du gibst ihm Hunter, aber dann dachte ich mir, wenn Wagner funktionieren soll, dann kann er eigentlich nur funktionieren, indem er ein total rundum perfekter Stürmer ist. Und das passiert oder funktioniert mit Hawk besser, weil wir gehen noch mal kurz in die Attribute rein. Weil durch diesen Hawk bekommt er, bei Hunter bekommt er logischerweise 99 Stellungsspiel, 99 Abschluss. Bei Hawk bekommt er, glaube ich, auf jeden Fall bei beiden werden über 90. Es könnte sein, dass Stellungsspiel bloß um 5 geboostet wird und Abschluss um 10 oder Stellungsspiel um 10 und Abschluss um 5, aber beide Werte gehen über 90, also super krasse Abschlusswerte. Schusskraft wird um 10 geboostet, die geht auf 99 und Fernschüsse, ganz wichtig, wird auch um 10 geboostet bei Hawk und das ist bei Hunter nicht der Fall. Das war mir wichtig, dass er halt auch einfach aus der Distanz gut schießen kann, damit ich quasi mit ihm von überall schießen kann und er einfach geil ist. Plus, er bekommt durch Hawk ja physische Werte dazu. Seine Stärke geht auf 99 und was mir einfach wichtig war, seine Sprungkraft geht um plus 10 auf 72. Das heißt, er ist dann auch ein absolutes Kopfballbiest. Und ich werde ihn nicht lange testen, weil Volland gut funktioniert. Das heißt, wenn er nicht präsent ist und was ganz wichtig ist, wenn er seine Chancen nicht einfach macht, weil ich erwarte, dass er jetzt einfach jede hundertprozentige reinmacht, so gut wie jede Halbchance verwertet, das ist mir einfach wichtig. Und von daher, ja, einfach mal schauen, wie er sich macht. Aber wie gesagt, er bekommt nicht lange Zeit, weil Volland gut funktioniert. Und die haben wir schon ein ziemlich gutes Team. Dieser Inform, ach du Scheiße, er hat schon ein Icon, eine Legende von drin, 88er. Ich weiß nicht, wie der heißt. Leider gucke ich Fußball noch nicht so lange. Ich tue ungefähr seit 2010 interessiere ich mich näher und seit 2013 oder 2012 ungefähr, vielleicht auch schon seit 2011, habe ich dann angefangen, Europa League zu schauen und so seit 2013, glaube ich, Bundesliga. Also ich gucke noch nicht so lange. Aber seitdem halt schon sehr intensiver Fußballfan. Mit Europa League, Champions League, Bundesliga, allem drum und dran. Und natürlich die Meisterschaften international. Aber deswegen kenne ich halt die ganzen Icons und Legenden nicht, weil ich halt noch nicht so lange drin bin. Ein paar kenne ich. Wenn auch vielleicht nur vom Namen her. Schön gemacht mit Bender. Und jetzt der erste Angriff im Spiel. Oder haben wir Glück?
hat man direkt den ersten Schuss, der aber leider geblockt wurde. Und das habe ich halt gemeint. Solche Dinger muss Wagner halt einfach machen. Und er macht die. Sehr gut. Egal ob mit links oder mit rechts, er kann mit beiden Füßen. Also nicht ganz, aber Linksfuß 4 Sterne. Also ist ein Rechtsfuß und hat auf dem schwachen linken 4 Sterne. Ich trinke direkt mal einen Schluck Tee. Und obwohl er nicht gut dribbeln kann und noch gegen diesen Inform-Torhüter, also nicht schlecht, obwohl er nicht gut dribbeln kann, haben wir es geschafft, da den Gegner mit einer leichten, mit einer ganz einfachen Drehung aussteigen zu lassen. Jetzt gehen wir auf Defensiv. Vielen Dank, Neuer, aber ich stehe hier auch Fährmann ohne Probleme gehalten. Boah, dass der ankommt, das war natürlich ein krasser Pass. So, Stellungsfehler. Wagner Doppelpack, Vorlage. Auf Arangis, der ja auch einen schönen Abschluss hat. Aber auch gut gespielt. Das sind eigentlich mal merkwürdige Trikots, fällt mir gerade auf beim Gegner. Ja, war auch verdeckt geschossen, aber ich denke, aus der Entfernung hält Rouvier den auch unverdeckt nicht. Schade, dass man nicht nochmal die Vorlage von Wagner gesehen hat. Ja, wenn Wagner so weiterspielt, dann bleibt er natürlich, aber erstmal nur ein Spiel. Von Bender auf Bender war da gepasst gerade und das war scheiße. Sehr schön mit Hector. So, Zuber hat mal Platz. Er setzt sich zum Kopfball durch. Wie gesagt, Wagner natürlich auch ein Kopfballmonster. Mal gucken, wir haben glaube ich, haben wir schon mal ein Kopfballtor aus dem Spiel heraus gemacht. Also wir haben schon nach einer Ecke geschafft, aber ich glaube aus dem Spiel heraus haben wir noch kein Kopfballtor gemacht, oder? Wir waren auch schon durch mit Arangis, das wusste ich nicht, so konnten wir ihn aber nochmal auf rechts legen. 3-0 in der ersten Halbzeit, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht noch irgendwas abgeben. Ging relativ schnell und jeder Schuss ein Treffer. Der Gegner gibt noch nicht auf, schade, aber wie gesagt, in FIFA 18 wird es, denke ich, seltener passieren, dass die Gegner bei einem 3-0 schon aufstecken. Dafür ist es einfach deutlich leichter in FIFA 13 Tore zu schießen. Ah, da wurde leider abgehalten. Das hätte mich mal interessiert, ob er den reingemacht hätte, wenn er zum Schluss gekommen wäre. Schade. Habe ich gesehen, aber zu spät was gemacht. Ach, da gibt es das Lackertor. Schade. Krass, das Neuer, den ich festhält. 3-1. Ich hätte gerne das 4-0 geschossen, in der Hoffnung, dass er bei dem 4-0 abbricht. Ich denke, bei dem 4-0 werden die meisten abbrechen. Gerade in der ersten Halbzeit. Und das war, wie gesagt, ärgerlich, das Neuer, den ich irgendwie festhält oder wegbekommt. Und dadurch er halt hier ein kleines Lackertor schießen kann, aber egal. Fällt mir ein, wir können nicht mal auf sehr defensiv gehen, mit dem nichts mehr anbrennt. Oder dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass was anbrennt. Ich meine, wir haben ja bisher auch besser gespielt. Also jetzt nicht so, dass wir hier nur über Glück 3 Tore geschossen haben. Also wenn das in die Hose gegangen wäre, wäre richtig eklig gewesen. Wäre nämlich zu zweit auf einen Abwehrspieler zugelaufen.
komme gerade nicht so richtig durch, aber ich lasse mich hier auch nicht zwingen. Aber man merkt schon, dass er ein richtig beschissenes Dribbling hat, Wagner. Aber ich kann ihm keinen Chemistry-Style geben, der Dribbling boostet. Das macht keinen Sinn. Das Schöne ist, dass wir jetzt mit Wagner, wie gesagt, wirklich ein absolutes Kopfball-Beast haben. Aber er muss natürlich auch... Also die Flanken muss auch gut kommen und die kamen ja leider nicht gut. Sehr gut. Das war nicht so gut. Ich wollte auch auf Bender spielen. Scheiße. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, wird es eklig. Ja, der andere... Ich wollte gerade an der andere Bender. Das war Ginter. Ginter macht es wieder gut. Sehr schön. Hector ist da. Gut getribbelt mit Kramaric. Aber das kann er ja auch. Flanke kam nicht perfekt, schade. Musste ich leider den Ball schnell wegbekommen und Kramaric, das ist echt geil, Kramaric. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich so gut macht als RM. Und der Pass war kacke, aber ich glaube, da war auch ein Gegenspieler noch dran, oder? Oh, getunnelt. Da haben wir Glück, dass es hier nicht 3-2 steht. Haben wir wirklich Glück. Es war auch das erste Mal richtig gut gespielt von ihm. Also das wäre auf jeden Fall ein gut rausgespieltes Tor gewesen. Das war gut gespielt von ihm. Kann man nicht anders sagen. Aber ich denke trotzdem, dass wir insgesamt der bessere Spieler waren. Oh, mein Handy ist noch auf laut. Moment. Na? So. Na, keine Fouls. Aber es gibt generell nicht so viele Fouls in FIFA 18, habe ich das Gefühl. Aber kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Spieler an. Also ich bin schon immer ein Spielertyp gewesen, der eigentlich ein Zweikampfverhalten pflegt, wo es wenige Fouls gibt. Ich glaube, ich hatte es dieses Mal ja geschafft, direkt im ersten Spiel eine rote Karte zu bekommen in FIFA 18. Aber generell eher ein Spieler mit wenig Fouls. Und das ist bei dem Gegner scheinbar jetzt gerade genauso, weil er nicht so super aggressiv ist und nicht so krass presst. Gibt es definitiv auch Spieler, die deutlich aggressiveren Spielstil pflegen. Oh. Was man gut mit Wagner machen kann, ist halt den Ball protecten. Was in FIFA 17 so geil ging, das geht mit ihm auch in FIFA 18 gut. Ich hätte wahrscheinlich den Ball noch ein bisschen länger protecten sollen, bis Arangis besser in Position gelaufen ist. Tja, da war er leider schon so weit weg. Schön mit dem Mittelfeldbänder, das müsste Sven-Bänder sein. War es dann einfach zu dicht. Oh oh. War nicht gut verteidigt. Muss ich leider zugeben, war nicht gut verteidigt. Jetzt steht es 3-2. Unangenehm. Könnte es vielleicht doch nochmal ein bisschen eng werden. Ich meine, es ist ja jetzt schon eng. Aber egal. Noch führen wir. Das ist die Hauptsache. Nicht verrückt machen lassen. Weiter gut spielen. Er hat einen Stellungsfehler. Leider läuft er den Passweg zu. Bis ein bisschen auf dem Sack geht, ist halt, dass er jedes Mal total easy
mein Mittelfeld überspielen kann, obwohl ich zwei Sechser habe und auch sehr defensiv spiele. Fuck! Aber da konnte ich auch nicht mehr wirklich viel machen. Es liegt an diesen zwei Stürmern. Ich kann einfach nicht beide Passwege zudecken. Das ist das Problem. Schöner Fehlpass. Und ich spiele mir jetzt auch nicht mehr genügend Torschancen raus. Seine schwache Verteidigung vom Anfang hat er irgendwie abgestellt. Ich weiß nicht, was er da geändert hat. Da sollte das auch nicht hingehen, der Pass. Ja, und ganz ehrlich, Manuel Neuer ist mir überhaupt nicht krass aufgefallen. Also, hat Paraden gehabt, wo ich mir sicher bin, die hätte halt auch zum Beispiel andere, ein guter Torhüter, Ferner oder so gehalten. Ich habe keine wirklichen Zauberparaden gesehen. Ich glaube, die krasseste Parade habe ich bisher von Perrin gesehen. Und, also einfach super krassen Reflex, wo ich dachte, oh mein Gott, wie kann er denn... Oh, schon wieder dumm gespielt von mir. Wie kann er denn den bitte halten? Unglaublich, 3-3, unglaublich. Ist das bitter, ey. 3-0 geführt, Freunde. Ich darf das Spiel nicht verlieren. Ich will kein 3-0 abgeben. Geht wieder auf ausgeglichen. Aber gut, es war halt auch gerade wieder ein total beschissener Fehlpass auf Zuber. Den muss ich mir selbst zuschreiben. Und wenn ich den nicht mache, dann passiert halt auch nichts. Und dann, ja, das Tor war halt auch ein bisschen glücklich. Das 1-0 war, das 1-3 war super glücklich. Ich habe alle drei Tore rausgespielt. Und leider noch kein Lackertor gehabt. Da fällt mir gerade ein, er hat ja eigentlich auch mit so die bessere Mannschaft, ne? Also mit seinen... Mit seiner Legende, die er da drin hat, 88er ZOM, der ja auch super schweineteuer sein muss. Das war er, glaube ich, gerade. Unglaublich! Fuck! 4-3 Spiel gedreht, das gibt's doch nicht! Oh mein Gott! Ich konnte nichts machen, es lief einfach nicht mehr. Jetzt dreht er tatsächlich das Spiel, das gibt's doch nicht. 3-0 und ich werde jetzt logischerweise kein, auch noch getunnelt, ey. Ich werde jetzt logischerweise kein Tor mehr schießen. Fuck! Oh, was für ein Anfang, ey. So bitter. Oh, da hat er am Anfang so schwach verteidigt. Versteht das nicht. Halt wieder ein dummer Fehlpass von mir. Nice luck. Wagner, 4-4, Wagner, dieses Biest. Ich wollte ihn eigentlich Vollspann reinlegen und was macht er? Er hat ihn, glaube ich, ja, geschlänzt so halt, würde ich sagen. Wir gucken mal in die Wiederholung. Ultra wichtig, wir müssen das Spiel gewinnen, Freunde. Wir dürfen kein Spiel verlieren, wo wir 3-0 geführt haben, ganz einfach. Na, das sieht man leider an der Position nicht richtig, aber er hat ihn von alleine geschlänzt. Er hat eigentlich keinen guten Schlenzwert. 3 Scorerpunkte im ersten Spiel für Wagner.
Okay, der Schuss war dafür wieder richtig scheiße. Der war wieder richtig geil. So, und jetzt noch Kopfball so mit Wagner zum 5-4, komm. Das sah schon nicht schlecht aus. Abseits. Kein Abseits! Okay. Jetzt, ja, komm schon, 5-4. Halb ab. Ja. Oh, krass, geht's in die Verlängerung? Ich hab 3-0 geführt. Fuck! Oh, Mann. Oh, komm jetzt, dranbleiben, nicht verlieren, jetzt noch ein Tor machen. Ich geh jetzt auch. Ach so, wir können mal Lemar einwechseln, mach ich jetzt auch noch. Ich glaube für. Mal gucken, wer weniger Ausdauer hat, aber ich glaube für Zuber. Ich wollte gerade sagen, wie kann er sich denn da durchsetzen? Wie kann denn mein Spieler bitte schön den Ball da nicht bekommen? Nein, Modric, fuck you. Oh. Was für ein Scheißspiel. 3-0 geführt, ey, ist zum Kotzen. Fuck. Ja, haben beide ungefähr gleich wenig Power, dann nehmen wir Lemar. dann nehmen wir Zuber. Mann, es regt mich auf, ein 3-0. Jetzt muss ich wieder hinterher rennen. So eine Scheiße. Und wieder, warum hält denn Neuer den nicht? Unglaublich. Ja, definitiv das bessere Team, von daher ist es auch nicht schlimm zu verlieren, insgesamt betrachtet. Aber wenn man 3-0 führt, da darf man nicht mehr verlieren. Logischerweise. Fuck. Und danach dieses scheiß 1-3, dieses elende Dreckslackertor. Wenn das nicht gefallen wäre, wäre nichts passiert, da wette ich mit euch. Oh, abgefälscht, Alu vorher noch gefoult. Jetzt. Oh nein, Wagner kommt zum Kopfball und zu unplatziert. Jetzt. Na also, boom, erste Kopfballtor aus dem Spiel raus und das von Wagner, sehr geil. Sehr geil. 4 Scorerpunkte. Ich wusste doch, dass wir mit dem auch mit dem Kopf mal eins machen. Nice. Komm schon, jetzt machen wir das 6-5. Was ist das für ein krankes Spiel? 10 Tore. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Schön gefoult. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Das Krasse ist, er hat 11-mal geschossen und immer aufs Ziel. Er schießt wohl nie daneben. Komm schon.
Zu straff. Fuck. Oh, Wagner geht noch weg, statt reinzugehen. Nice. Komm schon, jetzt das 6-5. Come on. 6-5? Was sind das für Ergebnisse? Come on. Oh, abgefälscht und wieder nicht rein. Aber vielleicht macht Wagner jetzt mal nach der Ecke das Kopfballtor. Oh, zu nur ein Tor. Ginter noch vorne, meine Herren. Und Toprak, na genau, gibt mir die Innenverteidiger. Scheiße. Sehr schön mit Bender. Was? Oh, es gibt doch noch einen Foul. Elfmeterschießen. Oh, was für ein Spiel. Oh, konzentriere dich. Komm, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Kein Verschießen. Lieber zu sicher schießen als unsicher. Kein Verschießen. Komm schon, konzentriere dich. Fuck! Oh, meine Fresse, ein 3-0, ein 3-0 verspielt. Geil. Och, Mann, es wäre so verdient gewesen zu gewinnen. Auch deutlich bessere Team. Oh, was für ein Spiel. Fuck! Ich freue mich für Wagner. 3 Tore, eine Vorlage, 4 Scorerpunkte im ersten Spiel. Auch bester Mann auf dem Platz. Och, scheiße, Mann. Lemar hat auch eine Vorlage, schön. 3-0, es ist wirklich passiert. Fuck, Mann. Es ist wirklich passiert. Ich habe ein 3-0 abgegeben. Und ich werde mit euch, ich werde ganz FIFA 18 es nicht schaffen, selber ein 3-0
zu holen. Also wenn der Gegner 3-0-4 dann noch zu gewinnen. Scheiße! Oh, das regt mich richtig auf. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.